Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 24.04.2020. Ich habe mir gedacht, ich melde mich mal wieder. Ich habe gestern zwei Videos hochgeladen, weil das von vorgestern erst gestern ging. Und ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch mit einer Frau Novak. Sie war extrem sympathisch, suchte aber eine Stelle für 20 Stunden in der Woche. Das ist für mich nicht zu bewerkstelligen. Aber ich habe ja 92 Stunden oder 91 Stunden im Monat und habe die letzten 4 Monate die Stunden nie ganz aufgebraucht. Und so kann ich ihr ermöglichen, für einen Monat 20 Stunden in der Woche zu machen, weil ich so viele Reststunden habe, weil ich ein Jahreskontingent an Stunden habe und das aufs Jahr aufteilen muss. In 92 oder 91 Stunden im Monat. Und einen Monat kann sie sicher 20 Stunden in der Woche machen. Aber dann muss sie auch ziemlich oft kommen. Und ich muss mich erst mit Sonja besprechen. Ich möchte nicht, dass Sonja weniger kommt. Aber vielleicht für einen Monat, weil sie sich dann eine weitere Kundin oder Kunden sucht, damit sie auf die 20 Stunden im Monat kommt. Und ja, das ist ziemlich schwierig. Aber das Gespräch war sehr nett. Und ja, sie hat sich dann an die Bilach gesetzt und noch ein bisschen nachgedacht und ist dann nochmal vorbeigekommen, weil sie sich da was überlegt hat, damit sie doch bei mir anfangen kann. Sonst wäre es nämlich erst in 2 Wochen gegangen oder 3. Und dann erst in 2 Monaten. Also die Zusage erst in 2 Wochen. Und dann arbeiten erst in 1, 2 Monaten, weil sie ja noch Kündigungsfrist von der alten Arbeit hat. Und sie hat zwar noch Kündigungsfrist und würde dann im Juni anfangen. Im Juni die 20 Stunden in der Woche machen und im Juli bereits einen zweiten Kunden haben. Und dann mal gucken. Aber ich glaube, dass ich das kurz kurzfristig umsetzen lässt. Und ich finde sie auch sehr sympathisch und würde mich freuen, wenn sie bei mir arbeitet. Wie gesagt, ich muss das noch mit Sonja besprechen, aber ich glaube, dass sich das organisieren lässt. Und ja, dass das nicht so schwierig ist. Weil wir sind jetzt um die 20 Stunden übergeblieben die letzten 4 Monate und die müsste man aufteilen und dann müsste das für einen Monat lang klappen, aber ja, es ist nicht so einfach, aber es sollte eigentlich gehen und wie gesagt, wir müssen das noch zu dritt besprechen und ich mit Sonja. Und dann sollte sich dein Weg finden lassen. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich muss Kerstin von Nara noch schreiben. Geht's psychisch ganz okay und ich habe jetzt das Effektin wieder reduziert. Bin nicht mehr ganz so müde, gleich vom ersten Tag an. Und nehme jetzt Supradyn dazu, weil Kerstin empfohlen hat, Vitamin B
Vitamine zu mir zu nehmen für meine Nerven. Und für mein ganzes Nervenkostüm und das, da merke ich noch nichts. Aber das ist auch zu kurzfristig. Ich bin trotzdem sehr müde und kann mich schlecht konzentrieren, aber mich hat das heute schon sehr gefordert, das Gespräch. Und ich habe viel nachgedacht und habe auch viel zu nachdenken. Und man wird sehen, was dabei rauskommt. Oh, aber es geht mir psychisch ganz okay und nicht so schlecht eigentlich. Und im Kopf, wo ich so weit abdrifte von dem, auf das ich mich eigentlich konzentrieren möchte. Und heute habe ich auch einen Versandtermin für meinen Spiegel bekommen. Für meinen neuen Schminktisch. Und das hat voll lange gedauert, bis ich kapiert habe, wann der ankommt, obwohl es dort gestanden hat. Und eine SMS habe ich von der Bank bekommen, dass ich mein Konto überzogen habe. Das wird aber in den nächsten 2 Tagen wieder gerichtet, wenn mein Geld kommt. Und ja, es ist momentan schwierig. Ich kann kaum bei einem Thema bleiben und bin sehr abgelenkt und lass mich sehr leicht ablenken und aber ja, so soll es halt im Moment sein. Es kann auch mit der Fektinverringerung zusammenhängen, aber das glaube ich eher nicht und das wäre jetzt noch zu früh für eine Reaktion auf Fektin. Außer dass die Müdigkeit verschwindet, das kann von Anfang an sein. Aber jetzt bin ich doch sehr müde. Ich habe jetzt schon 3-mal gegähnt. Und da merkt man, dass mich das anstrengt. Aber ja, es ist einfach immer wieder eine Umstellung für den Körper, wenn man Medikamente nimmt und wieder absetzt. Und der Kopf und der Geist reagieren darauf auch extrem und das ist halt nicht immer das Gleiche. Und die Therapie vermisse ich halt auch extrem. Diesen sozialen Austausch und hochkonzentrierten philosophischen Austausch. Ich will, dass er so hochkonzentriert ist, aber hochkonzentriert von Inhalt her. Ich werde nachher Kerstin noch schreiben. Christoph und ich haben uns einen Termin für nächsten Donnerstag um 16 Uhr ausgemacht. Das habe ich mir schon ins Handy eingespeichert. Auf das freue ich mich schon und ich werde die nächsten Wochen auch nicht zu Christoph fahren, weil einfach die Ansteckungsrisiko oder das Ansteckungsrisiko noch zu groß ist und das wird sicher noch ein paar Wochen dauern, aber ja, ich bin einfach Hochrisikopatient und damit muss ich leben, dass ich einfach noch ein paar Wochen zu Hause bleiben muss und mich nicht frei bewegen kann. Oder nicht so weit wie ein normaler Mensch. Psychologisch ein riesiger Aufwand ist und für den Körper und den Geist eine irrsinnige Anstrengung. Das ist logisch. Weil der normale Input und die normalen sozialen Kontakte fehlen und jeder Mensch reagiert damit auf andere Art und Weise und ich halt mit Stress. Körperlichen und psychischen Stress und klaustrophobisch und ja, es bringt mir nicht viel, wenn ich viel im Garten sitze, aber
Da es bei uns so stürmt, ist es auch fast nicht möglich. Und es ist einfach total schwierig, das jetzt unterzubringen und genug soziale Kontakte zu haben, um mich mehr oder weniger bei Laune zu halten und nicht zu gucken, dass ich nicht komplett durchdrehe. Aber es ist möglich und hat die letzten 6 Wochen geklappt und wird auch noch weitere 3 Wochen klappen. Und was dann ist, werden wir sehen. Aber ja, das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen mitgeht, aber mich beschäftigt das halt, weil es mich sehr belastet und es nicht so einfach ist für mich. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ciao. Ciao.